Hey Leute, warte hier, willkommen zur weiteren Folge von Rocket League. Gestern im Video haben wir ja unser großes Opening gemacht, wo ich 34 goldene Eier vom Jahr 2019 geöffnet habe. Die sind inzwischen ein bisschen seltener und das war ein Opening, ich sag nichts dazu. Ich werde nichts spoilern, das könnt ihr euch ja noch angucken. Aber im Video ist mir ein Auto wieder aufgefallen, was mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen ist. Und zwar der Marauder. Denn der Marauder ist ein Auto, ich habe das nicht einmal benutzt. Ich spiele dieses Spiel mehr oder weniger seit 2016. Ich hatte immer mal wieder Phasen drin, wo ich das Spiel für ein ganzes Jahr oder 8 Monate nicht gespielt habe. Aber ich spiele das Spiel mehr oder weniger seit 2016. Und dieses Auto hier habe ich nicht ein einziges Mal benutzt. Und deswegen machen wir heute logischerweise die Marauder-Folge. Dafür haben wir mal hier dieses Autodesign mit den Katzen drauf. Ist speziell auf jeden Fall. Und das zweite Auto haben wir hier. Da haben wir die neuen Reifen, die wir gestern gekriegt haben. Spoiler. Und da haben wir... Gelb wäre, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Nehmen wir es mal gelb. So. So, wir springen jetzt mal in eine 1 gegen 1 Partie und gucken mal, wie hart wir uns da blamieren oder ob wir uns überhaupt blamieren. Das kann ja auch alles sehr, sehr gut ausgehen. Aber ne, Marauder, keine Ahnung, noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, wie der sich spielt. Ich habe nicht mal nachgeguckt, was er für eine Hitbox hat. Das muss ich gleich mal gucken. Weiß ich nicht mal. Ich weiß nichts über das Auto. Ich weiß, dass heute die Formel 1 Autos ins Spiel kommen. Aber die kommen halt eher abends. Ich denke, die kommen so um 17 Uhr ins Spiel oder was. Und dazu kann ich halt kein Video machen. Das machen wir morgen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich morgen. Aber wir müssen auch mal ein Video gönnen, wo ich kein Geld ausgebe fürs Spiel. Ich weiß, es sind die Videos, die am besten geklickt werden. So, das interessiert am meisten Leute. Oh, was macht der denn? Aber ich will auch einmal ein Video machen. Wo ich... Oh Gott. Aber ich will auch einmal ein Video umsonst machen. Würde ich cool finden. Okay, so. Ah. Und dann der größte Fehler. War jetzt nur Glück. Und dann der größte Fehler, den man so machen kann im 1 gegen 1. Und zwar... zum großen Boost gehen, wenn man zum Ball gehen sollte. Immer eine brillante Idee. Habt ihr gesehen, wie ich geträumt habe? Perfekt. Okay, ist schon mal ein guter Start fürs Video. Ist schon mal ein guter Start. Ist eine gute Einführung für den Marauder. Falls ihr übrigens neu seid, ich glaube, uns fehlen noch 300 Abonnenten. Uns fehlen noch 300 Abonnenten bis zum nächsten 1000er Schritt. Bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen YouTubern ist, aber ich gucke alles aktuell so in 1000er Schritten an auf YouTube. So, was ist der nächste 1000er Schritt? Wann habe ich den? Wann kommen wir da weiter? Ey, und für den nächsten brauchen wir jetzt noch so 300 Abos. Und wenn du neu bist, kannst du mir sehr gerne ein Abo da lassen. Und wir haben ein Torgeschenk gekriegt. Dann nehme ich mit. Dann nehme ich einfach mit. Sind wir bereit fürs erste Marauder-Dribbling? War krass, ne? War krass. Ball einfach direkt aufgegeben. Ball kontrolliert gehabt. Und ich habe gesagt, nee. Direkt Ball weggeworfen. Krass, ne? Geh jetzt mit Platz lassen. Auch krass, ne? Und ja. Ich dachte, ich mache den Gegner kaputt damit. War ja auch eigentlich ein okayer Move, hätte ja auch klappen können, aber hat nicht geklappt. Okay, lässt mir so viel Platz. Ich gehe mal drauf. Okay, jetzt war es besser. Jetzt war es besser, die Zerstörung. Wir kontrollieren den. Ja, nein, ich dachte, ich gucke den Gegner komplett aus. Ich habe nichts ausgeguckt. Alter, wie nervig. Wie nervig, da kaputt zu gehen. Geheatet. Krass. Ernsthaft, Gegner rammen ist so heftig im 1 gegen 1. Muss man auch auf dem Schirm haben. Wenn man eine Rolle macht, geht es den Gegner halt noch härter weg. Deswegen macht das schon Sinn, nicht einfach nur reinzufahren, sondern da auch einen kleinen Dash zu machen. Aber ja, wir rollen mal da rein. Ah ja, falls ihr euch übrigens den Formel 1 Wagen holt, könnt ihr auch gerne meinen Creator-Code Wadeups und hier eintragen dabei. Aber ganz ehrlich, das Formel 1 Pack kostet auch wieder 2000 Credits. Und da ist auch wieder meine Meinung, ganz ehrlich... ist eigentlich zu teuer, wenn man überlegt, 20 Euro für so ein Formel... Da müsst ihr schon ein sehr krasser Formel 1-Fan sein. Meiner Meinung nach, damit man sagt, ja, das lohnt sich. Ist meine ehrliche Meinung, kauft euch das, wenn ihr wollt. Ich bin nicht euer Finanzberater, macht, was ihr wollt mit eurem Geld. Unterstützt das Spiel, wenn ihr wollt, aber... denkt daran, das ist nicht günstig. 2000 Credits für so ein paar Autos. Faken da ein bisschen ran. Ich mach mal drüber. Ich verhau mich mal selbst komplett. Und das ein Tor machen. Das war mein Plan. Erst den Gegner ausgucken, dann Air-Dribbling starten, was genau gegen die Latte kommt. Athena wäre stolz drauf gewesen. Und den Gegner damit ein Tor schenken. Ah, ich habe gerade genossen. Zweimal und dabei komplett alles aus den Augen verloren. Ist gut, wenn der Gegner so ein Siegtor macht, ne? Er macht jetzt so ein Siegtor, okay. Das war ein... Sorry. Aber heute ist einfach anscheinend der Tag der beschissenen Gegentore. Das war gestern schon so, ist heute nochmal Part 2 davon. Ein Tor bekommen, weil ich genossen habe. Habe ich nicht genossen, das Tor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt.
Ich habe 6 Tore gekriegt gegen Gegner, der hat nur 6 Schüsse gehabt. Zumal er nur 2 Paraden hatte. Aber ein Schuss ist doch, wenn der Ball aufs Tor geht. Da müsste ich doch jetzt mal nur nach Logik, müsste ich doch 6 Tore haben. Wo ist das bitte? Ja gut, ja gut, na gut, na gut, na gut. Na Ruder, erstes Spiel war nicht so gut. Hm. Fühlt sich auch jetzt schon mies an. Also, vielleicht werden wir auch keine Freunde. Kann auch sein. Maruda und ich werden einfach keine Freunde. Der wird irgendeine komische Hitbox haben. Wir machen hier aber auch die ganz beschissenen Tore. Fairerweise, im Spiel davor habe ich auch ganz beschissene Tore kassiert. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Diamond ist halt einfach noch der Bereich, wo beschissene Tore passieren. Und wie das hier zum Beispiel. Immerhin. Immerhin. Ich habe mehr Kacktore gemacht als kassiert. Bis jetzt. Gut. Ich mache einfach kaputt. Oh. Wieso habe ich denn noch Sprung gerückt? Was? Was ist das hier als. Okay, okay. Ich beruhige mich. Ich nehme mal kurz ein Stück Wasser. Aber was ist das hier? Was tue ich? Ich bin ihnen aktiv ausgewichen. Ich habe wieder. Mein Gegner hat 2 Schüsse. Eins davon war ein dummes Kickoff-Tor. Und eins davon ist eins, was ich ihm wieder geschenkt habe. Bitte gib auf. Bitte gib auf. Ein Schuss, ein Tor. Von daher. Ja. Ja. Ja, das ist. Wo, was ist das? Wie kann das Diamond 2 sein? Das ist doch Diamond 2. Seit wann ist Diamond 2 so low? Diese Season ist so kaputt. Ich muss echt mehr pushen, diese Season. Danke für den Bass. Das war das Skill als Safe. Oder Fake. Der war nicht geplant. Der war nicht geplant. Er geht raus. Ja, brillant. Brillante Spielintelligenz, dieser Fake. Guckt euch den mal an. Weltklasse. Weltklasse. Der Maruda hat eine Octane-Hitbox. Wieso fühlt sich das nicht so an? Ha. Atomarer Fleck. Oder Atomarer Fleck. Schwere Wahl. Ich würde sagen, wir machen St. Frost. Nee! Okay, wir haben eine Revanche. Das ist unser Gegner aus dem ersten Spiel. Wenn er mich 2-mal nacheinander besiegen kann, dann wird er ja besser sein als ich. Das ist jetzt Revanche um die Revanche. Ich kann der Welt jetzt zeigen, dass ich besser bin als Bibiche PN. Werde ich machen. Yogi, werde ich machen. Okay. Aber der Wagen fühlt sich echt nicht an, als ob er eine. Oh Gott. Oh Gott. Der Wagen fühlt sich nicht, als ob er eine Octane-Hitbox hat, ehrlich gesagt. Weil der so. Oh Gott. Weil der so flach ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht direkt, aber ich finde, der ist sehr, sehr flach. Und der fühlt sich dadurch gar nicht so octanig an. Ist das Ding. Um. Absolutes Kacktor, nehme ich trotzdem. Nur für die Leute, die sagen: Oh, der Wagen hat eine Octane-Hitbox, also fährt er sich genauso gut wie ein Octane. Weil es gibt manche Leute, die checken das nicht, dass sich nicht jeder Wagen gleich anfühlt. Nur weil der auf dem Papier die gleiche Hitbox hat. Da gibt es ja schon teilweise. Oh. Ach, nein. Nein, 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 nicht, 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 nicht. Mann, wie viele Kacktore kriegt ihr gegen mich? Das ist ja richtig beschissen, Alter. Ich werde am Ende wieder 20 Schüsse haben, der 3 und ihr macht damit 7 Tore und ich mache ein halbes Tor. Ach. Ich glaube, du kannst keine Erde. Und dann haut er einen Ground Punch raus. Kann sein, dass der einfach nur komisch spielt, mein Gegner? Dass der gar nicht bad ist, sondern einfach nur ein paar komische Angewohnheiten hat. Oh Gott. Nee, der ist nicht gut, so wie der reinrotiert ist. Der Schuss ist schlecht. Aber der prallt genau so gegen die Innenpfosten, dass er einen richtig krassen Counter. Wieso versuchst du einen Air-Dribbling? Du kannst es nicht. Ja. Vor allem, ich mache ihn so zu meinen Erzrivalen in meinem Kopf. In seiner Welt ist bestimmt einfach, ja, wir spielen mal hier so ein bisschen. Ah, guck, der hat ein lustiges Profilbild. Was machen wir hier? Wobei, der sieht mein Profilbild nicht. Aber er hat 2 Schüsse. Ich habe 5 Schüsse. Er hat halt original 3 Schüsse und 2 Tore. Der kann halt nichts. Wie kann das sein?
Oh, der geht nicht. Ja gut, ich kann auch nichts. Ich kann auch nichts, ist das Ding. Aber wieso muss ich so kämpfen für die Tore? Ich hab doppelt so oft aufgeschossen. Nein, nicht so. Nicht so. Bitte geh einfach rein. Danke. Wieso muss ich so kämpfen? Ja, hat er gut reingeschossen. Das war der erste Schuss, wo ich sage, ey, es war die erste gute Aktion in ungefähr 10 Minuten Spielzeit, die wir hatten. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go. Das hätte aber nicht so knapp sein dürfen. Straight up. Ah. Es wäre ein bisschen doof, einen Kacktor nach anderen zu kassieren, aber das Ding im 1 gegen 1 ist ja, oder das Schöne im 1 gegen 1 ist ja, es passieren nur Kacktore. Ganz ehrlich, der Marouder ist vielleicht vom Feeling her das schlechteste Octane-Auto im gesamten Spiel. Ich bin durch den Ball gerade durchgeflogen. Zumindest eine Wiederholung. Der Wagen ist zwar ein Octane, aber der ist so flach, der hat nicht die Octane-Energie. Von der Energie ist der eher, keine Ahnung, was ganz Eigenes optisch. Ich meine, der Wagen hier hat dieselbe Hitbox wie dieser Wagen. Und das sieht doch einfach... Die Nase sieht hier viel flacher aus, also der vordere Teil. Generell der Wagen sieht viel flacher aus. Und klar, man könnte sagen, oh, der Pfennig ist auch flach. Aber das ist einfach... Das ist kein Octane. Das ist irgendwas ganz anderes. Wir müssen mal kurz hier den Ball ab. Wir holen uns mal das ab. Wir holen uns das ab. Yoko XL. Wir holen uns das ab. Okay. Ich spring noch mal eine Partie 3 gegen 3 Rumble. Vielleicht ist es ja so ein Auto für so einen Fun-Modus. Tornado. Okay, ich musste... Noch ein Gegner geht raus. Was ist los? Hä? What? Wir sind hier auf Champion-Niveau. Und was diese Season Champion ist, das war letzte Season in Rumble. Platin 3 oder sowas. Nice. Oh, Paddy. Don't. Oh, der hat den reingemacht. Aber gut, meine ganz ehrliche Meinung zu Marouder. Ich hab's vorhin schon gesagt, warum. Schrott. Leider Schrott, dieses Auto. Es gibt noch ein paar andere Autos, mit denen ich 0 Siege geholt habe. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte mal Siege... Oh, was ist... Sippy. Es gibt aber auch so viele Schrottautos. Also, es gibt noch eine Menge Autos, die ich vorstellen kann, möchte, nicht möchte, aber vorstellen sollte. Und das holen wir dann irgendwann nach. Und damit ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns dann. Bis dahin, Leute. Und ciao.